Verbindung fast hergestellt. General Shepard, Sie sind online mit Captain Price. Zurück aus der Hölle, Captain. Vom Regen in die Traufe. Diese Welt ist der Hölle noch ähnlicher als die, die ich gerade verlassen habe. Wir dachten, wir hätten das ACS geborgen, bevor es die Russen knacken konnten. War ein Irrtum. Dann hat Makarov die USA zu seinem Sündenbock gestempelt. Als nächstes brach überall die Hölle los. Was wollen Sie mir damit sagen? Wenn man einen Ölbrand löschen will, braucht es eine noch größere Explosion, Sir. Sie saugt den Sauerstoff auf und erstickt die Flamme. Price, waren Sie zu lange weggesperrt? Kommen Sie zu Verstand, mein Junge. Shepard, sind Sie bereit zu tun, was getan werden muss, um zu gewinnen? Jederzeit. Unser Feuer ist ziemlich groß. Wir brauchen einen gewaltigen Knall. Sie waren einfach zu lange im Gulag, Price. Schalten Sie Makarov aus. Keine Zeit, wir müssen diesen Krieg heute beenden. Das ist keine Bitte, Price, sondern ein Befehl. Sie... Ah. Wir haben wohl die Verbindung verloren. So, willkommen zurück. Ich musste kurz einen Cut an dieser Stelle machen. Ihr wisst schon, was ich meine. Kontakt, Feindpatrouille 30 Meter voraus. 5 Einheiten, automatische Waffen, Splittergranaten, ein Schäferhund. Hunde. Ich hasse Hunde. Diese russischen Hunde sind nur Miezekatzen im Vergleich zu denen in Pripyat. Schön, dass Sie wieder da sind, alter Mann. Gerne. Wir folgen Ihnen leise und schalten alle Nachzügler aus. Geduld. Bloß nichts Dummes tun. Wir müssen Sie gleichzeitig ausschalten. Konvoi nähert sich. Außer sich gehen. Passieren lassen. Okay. Zwei von Ihnen machen eine Zigarettenpause. Jeder von uns erledigt einen. Hat aber keinen Schalter, oder? Wir behalten uns, Schalli. Alter, willst du mich verarschen?
anscheinend suchen sie uns. Passieren lassen. Hundestreife. Dreimann-Patrouille direkt voraus. Ausschalten oder nicht, Ihre Entscheidung. Position so preiszugeben. Unten bleiben. Warum nicht? Ich habe jetzt eine gute Knifte. Auf geht's. Schön durchladen. Da ist aber kein Schalter drauf. Sorry. Wir sind mit Ghost und dem übrigen Team zusammengetroffen. Roger, die zweite Predator-Drohne ist fast bereit. Sie muss treffen, diese Dinger wachsen nicht auf Bäumen. Da ist das U-Boot, unter dem Kran. Roach, Verteidigungslinie mit der Predator angreifen. Auf die blinkenden Signale achten, das sind wir. Mhm. Das
hat sie alarmiert. Die ganze Basis ist im Alarmzustand. Beeilung. Nur noch ein paar Minuten, bis das U-Boot abtaucht. Rakete online. Rakete online. Wiederhole. Rakete online. Ja, bin schon dabei. Mehrere bestätigte Treffer. Sehr gut. Sie sind fast da. Ist das so geplant? Ich weiß es nicht. Wieso sagt Bryce gut, dass die Silos offen sind? Die Silos sind offen, Bryce und die Silos sind offen. Er sagt gut. Meine Herren, die Rakete befindet sich auf dem Weg an die Ostküste. Wir werden das Weiße Haus verlieren. Dann bauen wir es einfach wieder auf. Verluste? Wahrscheinlich 30.000 bis 50.000. Abhängig von dem genauen Ort der Detonation. Fast alle Systeme sind deaktiviert. General Shepard, Sie haben uns gewarnt. Wir hätten zuhören sollen. Man wird nicht von uns als denjenigen sprechen, die Dienst hatten, als die Vereinigten Staaten untergingen. Ein Mann ist für all das verantwortlich. Makarov muss aufgespürt werden. Egal, was Sie benötigen, General. Sie kriegen einen Blankoscheck.
Zweite Sonne, Tag 5. Oh, wir liegen hier noch. Wir hatten doch schon mal eine Waffe gekriegt von euch. Übertragung von SAT steht. SAT, bitte weiterverfolgen. Wir analysieren das. Houston, heute sind keine Satellitenstarts geplant, oder? ISS hier, Houston. Bereithalten. Wir haben hier eventuell ein Problem. Houston, hier ISS-Kontrolle. Gibt es Neuigkeiten? Die Atmosphäre gezündet wird, kann dadurch elektromagnetische Strahlung ausgehen. In hohem Maße. Alter. Die ganzen Vögel fliegen runter. Shit. Alter. Boah. Komm schon, Kollege. Ne? So einiges hergeflogen. Was zur Hölle war das? Hier bleiben. Das war ein großes Flugzeug. Sie gehen raus, sind Sie verrückt? Es ist vorbei. Los, wir müssen diesen Krieg gewinnen. Was ist hier passiert? Es ist so. Hey, was zum. Mein Rotpunktvisier funktioniert nicht. Meins auch nicht. Das ist seltsam, Mann. Anscheinend sind Optik und Kommunikation ausgefallen. Es brennt nicht mehr meine Straßenlaterne. Wow. Seht ihr das an, Mann? Ja, okay. Wir müssen uns mit allen draußen sammeln. Corporal Dunn, vorgehen. Okay.
Seite und den Rücken frei. Verstanden. Sehr schön. Können wir kommen? Hallo? Safe, können wir weiter? Sie sind tot, oder? Gesichert! Raum gesichert, los geht's. Da ist das alte Haus. Das weiße Haus ist auf der anderen Seite. Oh Mann, wir müssen da raus. Ja, versuchen. Wir geben Deckung. Stürzenden Helis ausweichen oder sich hier von den Nachbarn. Was ist an der Tür? Ich dachte, der Präsidentenbunker ist unter dem Westflügel. Nein, das ist nur für Touristen. Das hier muss echt sein. Öffnen. Echt oder nicht, das Ding ist Geschichte. Ich hoffe, Sie sind rechtzeitig rausgekommen. Wer weiß. Das Weiße Haus, Tag 5. Mit den 240 Bravos. Mehr Leute auf die linke
Linke, alles da. Da waren wir doch in der Ecke. Boah, ich bin gleich weg. Junge, Junge. Wie halbwegs Deckung? Das ist der Tisch vom Waisenhaus. Welche denn? Auf die. Oh shit. Oh, ich hang fest irgendwo. Okay. Wo ist jetzt die Tower? Hier. Okay.
Wo sind die Leute von mir? Das gibt's doch gar nicht. Folgen die einen gar nicht, oder was? Bleiben die da bloß hinten? Wenn die Zeit reif ist.